Ja, hallo, hier mal ein kleines Video aus der Werkstatt, diesmal wirklich nur ein ganz kleines, weil sich hier gerade die gute Gelegenheit bietet, ja, ein bisschen die physikalischen Kräfte in einem Zweitaktmotor zu demonstrieren. Das ist jetzt hier der Motor aus meinem Neos, aus meinem Klingonenkreuzer, der ja für diverse Wartungsarbeiten momentan ausgebaut ist. Und um ihn zu reinigen, habe ich ihn abgewaschen und habe, damit kein Schmutz und kein Wasser in den Motor kommt, den Ansaugstutzen hier mit einem abgeschnittenen Finger von einem Gummihandschuh abgedichtet. Und wenn man den Motor jetzt durchdreht, müsste man an diesem Gummihandschuhfinger eigentlich den Druckwechsel beobachten können. Das heißt, den Unterdruck beim Ansaugen und den Überdruck beim Vorverdichten. Ja, wenn wir den Motor jetzt durchdrehen. Genau, es funktioniert. Sind wir jetzt beim Ansaugen, entsteht Unterdruck, der Finger wird hineingesaugt. Beim Überströmen drückt es ihn heraus, während durch die Vorverdichtung. Das ist ein netter, kleiner Versuchsaufbau, um die physikalischen Kräfte in einem Motor zu demonstrieren. Also dann, tschüss!